Schnibbel die Stapel an Odrio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit Milan Nefkara auf Legende und dem FC Everton. Gott verschluckt. Deutschland hat ja vorgestern aus eurer Sicht, gestern aus meiner Sicht gewonnen gegen die Italiener. Geiles Spiel, leider zu viel Herzschmerz. Deutschland hätte schon vorher den Sack zumachen können, theoretisch. Aber nun gut. Italiener haben auch gut verteidigt. Da gibt es keinen Zweifel dran. So, wir spielen gegen Real Madrid heute. Wer auch immer diese geile Person da sein soll, ist uns aber auch egal. Denn Sanabria wird heute von Beginn an in der Elf stehen. Und nein, ich werde nicht Red Bull, ich meine natürlich Rasenballsport Leipzig trainieren. In diesem FIFA. Ja, ich wechsle nicht einfach mittendrin. Das würde ich niemals machen. Außerdem mache ich keine neue Karriere. Wo soll ich die Zeit hernehmen? Das wird beides niemals passieren. Auch im nächsten FIFA nicht. Also, dass ich dann mitten in der Saison einfach den Club wechsle, eher gebe ich mir wirklich die Kugel. Also, das wird eigentlich nicht passieren. Ach ja, ich habe vergessen, dann kannst du nicht dribbeln. Brady! Boah. Wir springen rein in die Partie. Natürlich, wie es so üblich ist momentan im regnerischen Santiago Bernabeu, empfängt uns Real Madrid. In der Champions League Gruppenphase. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir die Millionen, die wir halt haben, in irgendjemanden noch investieren sollten. Es gibt eigentlich keinen Grund, in irgendwen zu investieren. Vielleicht nochmal den Michi die zu uns zu lotsen, der Schweine viel Geld kostet, ehrlich gesagt. Das wäre aber nutzlos mit Christian Eriksen und Co. Nee, das ist einfach... Gibt da keinen Grund. Real Madrid im 4-5-1-System, Standard, die aber auch, konnte ich schon auswendig sagen, mit Silva, Modric, Ronaldo, Germ, James Rodriguez, Benzema und Co. Na, die Madrilenen gehen ja schon mal richtig ab hier am Stadion. Ich war früher auch Madrilenen-Fan, das lag aber daran, weil Özi und Khedira hier gekickt haben. Da war ich dann begeisterter Madrid-Zuschauer, hab immer gehofft, dass Özil und Khedira zusammen dann da ordentlich was reißen. Haben sie ja auch in der Zeit, waren sie echt gutes Team. Diulufiu, unser bester Mann, wird hier direkt mal umgegrätscht. Blanco, also momentan bester Mann, zumindest was die Formkurve anzeigt. Memphis Depay gegen Lucas Silva, schwach. Aber der ist auch momentan eh nicht der Stärkste bei uns. James. Cristiano Ronaldo, der alte Mann. In dem Fall wirklich der alte Mann. Memphis Depay. Mit Hin- und Rückspiel. Der Pass kommt eigentlich sogar an. Ja, kommt da. Und Diulufiu gibt mal direkt Zunder hier. Der war knapp, Berardi. Gute Aktion von uns. Ja, wir twitchen ja momentan viel, in dem Fall NBA. Und das weiß ich, weil auch ein paar von den NBA-Zuschauern inzwischen bei YouTube abonniert haben. Ziemlich genial. Also wer sich für noch mehr Sport außer nur Fußball begeistern kann, zum Beispiel auch NBA, der ist aber uns richtig. Memphis. Billy, schöner Fußkick. Sanabria war, glaube ich, im Abseits. Nein, war er gar nicht. Schön. Berardi, Top-Ballannahme, aber das kennt man ja eigentlich von ihm. Christian Eriksen. Rüber auf Beli. Kein Abseits von Depay. Das macht er aber wirklich nicht gut. Moa. Legt den Ball auf Beli und was für eine beschissene Ballannahme war das denn? Und Beli wieder schlecht. Blanco, dem dicken Bolzen da.
Berardi, Modric, Christian Eriksen, Bolzen Nummer 2, Blanco macht das Ganze wieder ganz gut. Beli, Christian Eriksen versucht seine Abria in Szene zu setzen. Sanabria. Deulofeu drin, weil abgefälscht. Unhaltbar abgefälscht. Und Real liegt hinten, weil er unhaltbar abgefälscht war. Hier Berardi, die Torvorlage. Ramos war's. Fällt den Ball unhaltbar ab. Hier, zack, mit dem Fuß. Keine Chance. Ich weiß gar nicht, wer gerade im Tor stand. Müssen wir uns in der Halbzeitpause mal angucken. Aber Deulofeu bedankt sich. Schön, dass Sergio Ramos dazwischen gegangen ist. Der wäre sonst schwierig aus der Position gewesen. Aber egal. Everton liegt in Front. Schon früh in Front. Ogani, Benzema und da ist dann halt doch Schluss. Christian Eriksen legt den Ball, naja, mittelprächtig rüber. Luke Moore mit dem schwachen Fuß auf Dean Hall. Hall. Sanabria und das 2:0. Vorgelegt durch Berardi schon wieder. Hall, Deulofeu, Berardi mit dem Zuckerpass und Sanabria unter 2:0. Tja, der Europa-League-Sieger. Mit dem schnellen Doppelschlag und Sanabria ist momentan halt gesetzt irgendwie. Der wird auch wohl oder übel die Stammposition momentan von Traoré einnehmen. Das ist bisher nämlich ein gutes Spiel von ihm. Viel Laufarbeit. Ach, wo wir gerade bei der deutschen Nationalmannschaft waren, wo sich ja jetzt Mario Gomez für den Rest der ganzen EM verletzt hat. Richtig geil. Ironie off. Ne, ohne Spaß. Richtig scheiße. Na, Beli eher schlecht als recht. Lucas Silva. Real muss jetzt kommen. Schon jetzt. Das Türchen ein bisschen weiter aufmachen. Dean Hall, Berardi ist natürlich Mr. Ballannahme und was man auch immer Sergio Ramos da gerade gemacht hat. Eigentlich Berardi fast noch durch. Interessant, da wollte er noch den Ball mitnehmen. So, Depay und Silva. Das Laufduell gab es schon. Das Laufduell wird verloren. Rugani mit dem Ball zurück auf Maric. Maric den Ball rüber auf Deulofeu und der prüft erstmal den eigenen Mann. Rugani kann nicht viel machen hier. Gut abgefälscht von Berardi. Gegner zu keiner Großchance kommen lassen. Memphis läuft schon mal an. Maric locker den Ball aufgefangen. Sanabria und Depay stand einfach scheiße. Mal ehrlich, jetzt für einen Konter war das voll für den Arsch. Luke Moore schon wieder. Christian Eriksen und jetzt geht der Ball über Memphis und der wird halt locker von Ramos abgefangen. Und dann muss Memphis faulen. Total überfordert in der Partie bis hierhin. Mit Sergio Ramos, Carvajal und Lucas Silva. Ugani. Wollte den Ball auf Beli legen. Das hat mehr oder weniger gar nicht geklappt, weil Beli viel zu langsam ist. Ohne Ball. Und mit Ball generell zu langsam ist. Luke Moore muss raus. Und ja, Carvajal ist nicht schnell genug für den Engländer. Sanabria legt den Ball auf Eriksen. Ah, Carvajal plus Co.
Da lässt sich schwierig gegenarbeiten. Und Memphis wenigstens hier dazwischen. Memphis bis hierhin alles andere als ein starker Mann. Rugani gegen Cavarral und den nimmt er raus. Der war richtig gut. Aber Memphis macht auch hier wieder nichts. Memphis in der Partie komplett unterirdisch. Eine 6er Wertung ist ja noch freundlich. Christian Eriksen momentan auch nicht mehr das, was da mal war. Doppelwechsel bei uns bahnt sich an. Sieht es bei unserer Gruppe dann aus. Neapel führt gegen Basel. Das war zu erwarten, ehrlich gesagt. Deulofeu stark, Sanabria stark, Berardi, Beli. Die waren alle okay. Memphis geht auf die Eriksen-Position und der gute Rougie kommt rein. El Capitano Christian Eriksen ist raus. Sanabria spielt eine gute Partie. Rougie, den wollten die Madrilen haben. Jetzt können sie mal live in Aktion sehen. Und da macht er auch schon seinen Job richtig geil, schon zum ersten Mal. Berardi. Berardi auf Deulofeu und der Ball ist top. Und der top den auch. Und leider dann mal wieder nix für Memphis. Aber dazwischen richtig geil. Wieder Rougie. Sanabria und dann ist da leider gar nichts. Luc Moore und direkt nach vorne mit Ball. Guter Ball, Sanabria legt ihn rüber und dann von Berardi aus geht's weiter. Und Dean Hall ist halt kein Passgeber, aber Berardi nimmt sich den an. Berardi wird langsam echt stark, vor allem in der jetzigen Saisonphase. Den Ball so zurückzuwerfen war auf jeden Fall die safeste Variante. Dean Hall. Luc Moore. Rougie, wieder Luc Moore. Dead! Was für ein Ball! Wo soll der denn hin? Sanabria gut. Beli wirkt inzwischen ein bisschen ausgelaugt. Depay macht sich inzwischen ganz besser eigentlich. Luc Moore ist hinten unverzichtbar. Der dreht da richtig auf. Aber Beli zieht langsam die Puste. Geht ihm da langsam flöten. Spielt eine okay Partie. Gegen Berardi natürlich wenig zu sehen. Also gegen Berardi kann er natürlich wenig zeigen. Was will er auch gegen Berardi zeigen? Im Vergleich, Berardi ist natürlich ein Top-Talent, ein Superstar. Der Uruguayer versteht sich natürlich, nicht Spanier, der Uruguayer. Und Hesse kommt rein. Guter Ball. Nochmal zurückgelegt und nochmal nach vorne. Und das war ein bisschen zu billig. Aber Deulofeu, er kämpft sich den direkt zurück. Und der Ball hoch auf Dean Hall. Dean Hall! Den macht er rein! Den macht er rein! Den macht er rein! Gegen Real, der Rechtsverteidiger. Der 20-jährige Hühner, der ist echt riesengroß. Mit dem 3:0, mit dem schwachen Fuß. Vallejo zu spät, um Hall aufzuhalten. 3:0 ist eine klare Angelegenheit hier bis dato. Dean Hall mit seinem ersten Tor für uns. Und dann auch noch gegen Real. Oh, kannst du mal machen. Sanabria spielt eine richtig schöne Partie mit dem Rest. Sanabria hat sich echt verdient, langsam in die Startelf zu rutschen. Nandez, der will natürlich bisschen kämpfen hier. Der kennt natürlich die Spieler von Real schon. Ah, Maric. Macht er mal so ganz locker. Nandez. Guter Ball. Auf Rougie. Deulofeu abgefälscht. Aber Rougie hier mit Tempo. Und Nandez mit einem schönen Ball raus.
Ja, die decken den. Ronaldo deckt den vor allen Dingen. Dino! Gegen Cassia. Pah, der kleine Berardi. Nix da, Nandes. Dazwischen hier. Und da ist wieder Luke Moore. Und die Attacke war sehr bösartig, aber Luke Moore ist das egal. Kippt hier nicht um. Blanco raus auf Hall und jetzt geht's halt wieder nach vorne. Sanabria. Nandes und Nandes wieder mal mit einem schönen weiten Ball, rausspielenden Ball. Auf Didi Grugy. Nandes! Auf die Null und der macht einen Doppelpack. Der Rechtsverteidiger. Grugy hier mit Tempo. Grugy auf Dean Hall. Ich dachte, da wäre dann der... ja, egal. Dean Hall zweimal mit dem Schwachen. Bums. Da lässt sich doch nochmal wechseln hier. Jesus Aurelio nochmal rein. Aber Nandes mit seinen öffnenden Pässen ist ja mal richtig eklig. Die waren richtig gut. Und wieder nix. Maric sagt Dankeschön. Grugy, den haben sie jetzt aber auch rausgefunden, dass er das so spielt. So, und jetzt ist Nandes da. Und kam es erstmal den... um Riese erstmal den Spielspaß zu verderben. Lucas Silva. Es passiert natürlich nicht mehr so viel. Grugy will den Ball rüberlegen, gelingt aber nicht. Foul. Und der Ball ist weg. Everton mit mehr Ballbesitz und dem besseren Fußball. Berardi. Nochmal rüber auf Moore. Berardi hier. Wird natürlich jetzt hart attackiert. Berardi. Immer noch Berardi. Dean Hall rüber auf Di Lufiu. Aurelio. Das Spiel ist eigentlich vorbei hier, deswegen hörst du nichts mehr von den Fans. Di Lufiu. Boah, wenn der fällt, dann wird es echt bösartig. Ah, Marcelo gegen den total aufgepushten Dean Hall. Und da geht hier eigentlich auch gar nichts mehr. Carvajal, Bolzen, Sanabria drin, Doppelpack für Sanabria. Durch Jesus Aurelio. 5:0. Hier, Carvajal, viel zu easy, Grugy. Deswegen wollten sie noch haben. Jesus Aurelio, Direktpass. Und Sanabria momentan einfach in der Form bei uns. Trifft, trifft, trifft. Da guckt Ronaldo. Auch Sanabria mit dem Doppelpack neben Dean Hall. Das Spiel ist sowas von gelaufen. Jesus Aurelio mit seinem quasi ersten Ballkontakt mit der Torvorlage. Lucas Silva Ball im Aus. 5:0. Wir sind nicht umsonst Europa League Sieger geworden und konnten dem Champions League Sieger Bayern auch locker schlagen. Also was mit uns zu rechnen ist, sollte man jetzt wissen. Di Lufiu
Hauptsache die zehren und zehren und zehren an Jesus Aurelius Trikot. Berardi, kannst du Freistöße schießen? Ja, Junge, du kannst echt Freistöße schießen. 27 Meter Traumtor! Aber wusste ich nicht. Berardi kann Freistöße und was für welche der kann. Italiener, boah, der war geil. Der hat so viel Spin gehabt, 92 EV, sage ich. Man sieht es richtig hart an. Hätte ich sogar noch weiter nach außen vorher stellen können, damit ich ihn noch härter driften kann. Keine Chance. Der war natürlich am Ende schön mittig gelandet. Also der ist halt nochmal in die Mitte gezogen. Aber gegen Berardi ist heute nichts zu machen gewesen. Der war heute super geil, der Italiener. Tja. Super geniales Spiel. Vorbei. So muss das sein. Wir waren unbezwingbar. Meine Freundin ist halt da richtig schlecht. Tja, kein einziger Torschuss von Cristiano Ronaldo, ist aber inzwischen auch 35 Jahre alt, da geht er zu Cassia. Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie er mit Vornamen heißt. Auf jeden Fall ganz schön behindertes Spiel. Ihr schaut euch hier nochmal die Highlights an. Wir hatten das Spiel halt unter Kontrolle von A bis Z. Von A bis Z unter Kontrolle. Es lief halt mega gut für uns. Wir haben richtig geil gespielt. Ich bin total stolz auf die Jungs. Ja klar, das erste Tor war halt glücklich, aber dann haben wir halt auch gezeigt, was wir können. Weil Real Madrid wollte antworten. Und wir bekommen den Platz. Und gegen Sanabria geht momentan eh nichts. Und war ja letzte Saison so mit Traoré. Aber wir haben halt beide. Eriksen, ja, blass geblieben. Ehrlich gesagt. Schade eigentlich, der hat am Anfang so Gummi gegeben. Vielleicht gibt es ja den geilen Tauschtransfer von Eriksen und Michi, wo ich dann das Geld noch verpuffern für kann. Wenn ihr das denn wollt. Ich weiß, viele von euch wissen gar nicht mehr, wer Michi war, also meiner. Aber ich glaube, der hatte zwischen 89 bei 1860. Dean Hall, der war halt heute stark, ne? In der Offensivbewegung überall zu finden. Dean the fucking God Hall. Mega geiles Spiel von dem Jungen. Ich werde übrigens wahrscheinlich nach der Aufnahme noch streamen. Ich weiß nicht, ob ihr vorbeigeschaut habt dann. Also Sonntagabend. Um 10, halb 11 so. Ich bin noch nicht sicher übrigens, wie es mit Uni weitergeht bei mir. Wahrscheinlich höre ich dann doch auf irgendwann. Das war so schön gespielt. Was geil ist, wir haben danach noch nicht aufgehört. Wir haben einfach weitergemacht. Weil wir wollten es halt unbedingt. Berardi, der Freistoß, der war sowas von geil. Der darf ab jetzt unsere Freistöße treten. Klare Geschichte. Memphis war halt raus und dann darf halt Berardi. Man muss halt das in Relation sehen, ne? Aber wir haben halt viele Freistoßspezialisten bei uns bei Everton und das ist halt richtig geil. Das hatten wir mit 1860 halt nicht. 6:0. Und das einzig gefährliche, was auf den Kasten von uns kam, auf Maric's Kasten, waren glatte, gerade Ausschüsse. Nandes hat nochmal ordentlich gefightet, sieht man hier. Und sich reingebissen. Berardi halt auch saustark, ne? 2 von 3 Zweikämpfen. Eine 9,0, nur Sanabria war noch besser. Sanabria Tor und Torvorlagen. Berardi auch zwei Vorlagen. Richtig gutes Spiel. Als Gruji dann reinkam, Gruji hat halt richtig Gas gegeben. Mit einer 8,2. Gegen den ist halt momentan wenig zu machen. Neapel macht halt ein klares Ding gegen Basel. Basel wird sich wahrscheinlich anfreunden müssen, da unten abzukacken. Dean Hall ist richtig genial. Und ich habe die falsche Taste gedrückt. Hier, Dean Hall, kann man hier nochmal gucken. Wir haben nur 6 Millionen plus Holgate bezahlt. Zwischen ist er 17 wert. Dem geht halt auch nichts. Antritt, Sprintgeschwindigkeit, eine Ballkontrolle von 88. Eine riesen Zweikampfstärke, 1,94 groß. Ist halt ein Spieler, auf den man echt sich freuen kann. Und ja, er ist in Topform. Enttäuscht, dass er nicht häufig eingesetzt wird. Das wird sich jetzt übrigens auch ändern, weil wir jetzt tauschen.
weil man kann hier nicht die ganze Zeit den auf die B11 setzen. Der momentan absolut in Torform ist. Also der trifft ja, wie er will. Und das ist halt genial. Das hat er halt auch einfach mal verdient, jetzt in die Startelf zu rutschen. Wir schauen hier nochmal vorbei, was es denn hier so gibt. Ja, das ist natürlich auch ein Innenverteidiger von Klasse. Den können wir mal kurz scouten, weil der würde halt nichts kosten. Aber das bringt uns halt in dem FIFA hier nicht mehr viel. Ja, genauso wie Talente. Es würde sich halt nur noch wer lohnen, der halt dann direkt Gas geben kann. Ja. Bakic, den hatte ich halt auch, den finde ich halt auch ganz schön interessant. Vor allem sein Vertrag läuft halt aus. Komm, machen wir mal einen Deal für die Zukunft, falls wir doch noch ein bisschen FIFA spielen sollten. Weil eigentlich ist das, dürfte das gar nicht mehr so lang gehen. Das wäre halt gratis in der nächsten Saison und warum nicht? Kevin Strootman, ein 26-Jähriger halt, ne, der gratis dann ist. Bist gerade erst hochgekommen aus der Jugend, aber Hauptsache du willst schon spielen. Dean Hall, super starker Mann. Krass, echt, Billy, Kevin Goretzka und Ponce Riera. Ja. So. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich schon von euch, wenn ich es jetzt erstmal dahin geblättert habe. Okay, lad, hier. So, wir haben 9 Punkte, sind halt das Team der Liga, der Champions League haben halt nur einen Gegentreffer bekommen. Ich weiß gar nicht, ja, gegen Neapel, die haben halt geführt gegen uns, stimmt. Und sieht gut für uns aus. Gruppe B, Barcelona, Benfica. Juve, Kopenhagen vor Olympic. Sevilla, Huben gegen Kazan, Manchester City spielt nicht gut. Wolfsburg, ja, mit PSG, das ist genauso wie bei uns. Atletico, was ist mit denen denn los? Leverkusen, Tabellenführer, richtig geil. Inter sieht aus, als wäre es vorbei. Sein Fass. Ja, Galatasaray disst halt mal alle in der Gruppe. Interessant. Porto und Dortmund hier. Und Celtic hat halt keine Chance. Wir schauen mal in die Europa League einmal rein. Da müsste nämlich 1860 spielen. Yes. Und die sind da auch Tabellenführer. So, unser Ex-Club. Wir sehen uns morgen wieder hier bei euren FKR. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.